Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch ganz kurz und knapp zeigen, wie wir das Problem lösen können, wenn unsere Desktop-Symbole plötzlich ganz anders angeordnet sind hier und lassen sich aber auch nicht mehr so anordnen, wie wir das haben wollen. Ja, wenn wir eine Verknüpfung hier beispielsweise irgendwo anders platzieren wollen, dann springt das sofort wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz hier. Das Problem ist hier in Windows 10 nach dem Creator Update aufgetreten, bei manchen Usern, nicht bei allen, ja, irgendwie. Manche von euch mögen sich jetzt vielleicht in den Fäusten lachen. Auf der anderen Seite gibt es welche auch, die daran wirklich verzweifeln. Ja, deswegen wollte ich euch einen Lösungsweg hier zeigen, der ziemlich einfach ist. Einige haben das gelöst, indem sie irgendwelche Registry-Einträge geändert haben bzw. Werte. Das geht natürlich auch, ist ein Lösungsweg. Nun dachte ich aber, das ist ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, ja, in den Registry hierfür da irgendwas zu ändern. Allerdings bin ich da auf eine andere Lösung noch gestoßen. Hier, ich habe den Text hier einfach mal kopiert, ja, und zwar, ja, beschreibt hier jemand sein Problem hier, beziehungsweise er hat seinen Rechner hier neu aufgesetzt, weil er irgendwelche Probleme hatte direkt mit dem Creator Update, also die Version. Und nun beschreibt er hier das Problem, ja, die Desktop-Symbole verschieben sich von alleine beziehungsweise lassen sich nicht verschieben, ja, dass sie dann automatisch zurückspringen und so weiter. Also wenn ich jetzt hier richtig verstanden habe, ist das Problem hier, ja, was wir jetzt hier auch haben sozusagen. Und das war jetzt, ja, knappe Stunde später hier, hat er nun schon eine Lösung gefunden, ja, hat sich nun erledigt, schreibt er. Irgendwas ist wohl bei der ersten Windows-Installation schief gelaufen oder gegangen. Ich habe Windows nochmal neu installiert und nun funktioniert es. Das ist wunderbar. Geht auch, ja. Allerdings finde ich das ziemlich mindestens umständlich, ja, Windows komplett neu zu installieren dafür. Und nun, ja, wollte ich euch jetzt eine Lösung zeigen, die ich am einfachsten finde und am elegantesten. Ja, und zwar, wenn wir jetzt hier mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle hier auf dem Desktop, freie Stelle, auf dem Desktop hier klicken, dann haben wir dieses Kontextmenü hier und hier auf Ansicht. Und dann haben wir hier noch ein paar Optionen, ja. Hier sehen wir, der Haken ist hier überall gesetzt, der Häkchen. Und hier haben wir Symbole automatisch anordnen einmal und hier einmal am Raster ausrichten. Hier reicht das einfach, den Häkchen hier, dieses Häkchen rauszunehmen. Symbole automatisch anordnen, ja. Zack. Und schon können wir unsere, ja, Icons hier wieder so anordnen, wie wir das haben wollen. Wir können auch hier den Häkchen am Raster ausrichten, rausnehmen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Freiheit vielleicht. Und ja, schon ist das Problem gelöst hier. Wie gesagt, das war irgendwie nach dem Update. Ach, das war übrigens früher bei den älteren Windows-Versionen, war das hier Standardeinstellung, ja. Und das scheint irgendwie bei manchen User, dass es durch den Update aktiviert wurde. Genau, also wir haben gesehen, das Problem ist jetzt sehr einfach, kein Grund zu verzweifeln oder Windows neu zu installieren. Das gleiche ist hier, das war jetzt hier Windows 10, bei Windows 8 hier ist genau das gleiche. Ja, wir können das, wenn wir das Problem haben, genauso hier rüber steuern, einfach auf Ansicht und den Häkchen hier rausnehmen und schon können wir die Symbole wieder so anordnen, wie wir es haben wollen. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder Abo freue ich mich natürlich auch, wenn es euch geholfen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.